Hallo, Gerda mein Name. Und als Führungskraft im Hygienebereich kenne ich die aktuellen und zukünftigen Herausforderungen in der Arbeitswelt, zum Beispiel den demografischen Wandel. Wir können nicht einfach so weiter fegen und wischen wie bisher. Wir müssen eine Cleaning-Vision entwickeln. Hast du gehört, Manni? Och nee, nicht wieder diese Visionssache. Das ist aber wichtig. Gerda, der demografische Wandel, der haut bei mir voll rein. Also gerade hinten im Rücken. Da zwackt's manchmal ganz schön. Das ist nicht der demografische Wandel, das ist das Älterwerden. Ist doch dasselbe. Ist es nicht. Der demografische Wandel, der beschreibt ja die allgemeine Alterung der Bevölkerung und nicht deine Rückenprobleme. Ich rede von der Vision 2025. Wo wollen wir da sein? Das sollten wir wissen. Also ich weiß ganz genau, wo ich 2025 sein will. Im Vorruhestand.